Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Subsistence. Schön, dass ihr da seid. Ich habe es nicht geschafft, die Waffen zu reparieren. Ich war zu sehr damit beschäftigt, aufzuräumen, Dinge in den Ofen zu schmeißen, Tiere zu füttern, Pflanzen zu... Ja, irgendwie war auf einmal alles wichtiger als das da. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal mit dem ganzen Spaß an. Wir reparieren diese Sachen. Dafür weiß ich jetzt schon, dass ich von unten einmal diese Metall-Eisendinger brauche. Ich habe alles in die Raffinerien geschmissen. Ja, nehmen wir die mal mit. Dann brauchen wir mal einen Stapel Baumwolle und Stoff. Und dann sollten wir alles repariert kriegen. Und zwar hier. Reparieren. Perfekt. Reparieren. Sehnen vergessen. Zack. Reparieren. Dann. Waffenteile und habe ich keine Perlen mehr? Oh, ich hab Hunger. Ja, hier, isst doch. Isst doch mal ein Hähnchen. Ach, guck mal. 124 Ausdauer. Und fast voll. Eine einzige Kleinigkeit hinten dran noch und dann haben wir die maximale Ausdauer erreicht. Haha! Wo sind die Perlen? Wo sind die Perlen? Hier! Gut, kann man machen. Oh. Reparieren. Ja gut, du bist in einem super Zustand, ich brauche nicht reparieren. Somit haben wir hier schon mal alles erledigt. War jetzt schon mal einen Moment, wieso habe ich die Perlen umsortiert? Ach ja, weil ich sagte, nur brauche ich eh nur für Elektrokram, deswegen kann ich das bei den neuen Ärzten mit reinpacken. Ja, doch. Wenn ich das so laut ausspreche, dann dämmert es mir gerade wieder ein bisschen. Ah, schön. Erstmal alles repariert hier. Die packen wir einfach schön wieder zurück. Zack, zack. Und wir schauen mal, dass wir die Platinen los, was heißt hier loswerden, fertig kriegen. Fett kann ich direkt hier wieder reinpacken. Oh, viel Spaß. Wir müssten alles da haben. Elektroschrott. Für solche Momente habe ich die ganzen Dinger ja mal hingestellt. Naja gut, die war fürs Auto herstellen, aber... Wir brauchen jetzt mal ein bisschen Saft. So, dann die Platinen. 5 Stück bitte. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Schön, haben wir. Warum tickt jetzt wieder relativ schnell hoch? Das ist gut. Wir bräuchten nämlich für den BKI... Kann ich den direkt hinten weghauen? Haben wir so viel auf Lager haben an Strom? Können wir den direkt fertig machen? Habe ich den schon vorbereitet? Hier zufällig? Nein. So, 10 Barren. Die Dinger... Die Dinger. Ich brauche Masse. Und nicht nur ein bisschen. Alter! Was hat der gesamte Inhalt unserer Massekiste? Nee, stimmt nicht. Komm, wir eigentlich kannst du auch haben. Die anderen behalte ich mal. Ja, gut.
Habt doch festgestellt, Eier sind auch super, ne? Ja gut, kriegen wir schnell zusammen, so ist das nicht, aber... Eieiei! Komm, ein paar Nägel. Kann ich da zu viel reinhauen? Kriege ich dann wieder welche raus? Ich kann zu viele reinhauen. Okay. War jetzt auch nur ein Experiment. Auf die paar Nägel kommt es mir jetzt nicht unbedingt an. Gott, ich habe über 100 Nägel gerade weggeschmissen. Ja, gut. Schade, dass wir nur noch knapp 1200 haben. Oh mein Gott. Masse voll. Ja, hätte so gar nicht Not getan. Ich hätte da jetzt deutlich geduldiger rangekonnt. Oh, darf ich hier lagern zufällig? Was brauche ich an Schießpulver? Auch gar nichts, aber ich brauche 30 Zahnräder. Was noch? Die 10 Barren. 40 Kristall. Easy. Hatte er. Ich fass es nicht. Wir haben quasi alles da. Shit! Wir müssen halt warten, bis unser Strom auf 3000 hochgetickt ist. Ich fände Stromspeicher noch ganz geil, oder? Kostet aber auch 100 Masse. Den würde ich vielleicht gerne auch irgendwann noch mal bauen. Jetzt muss ich die 3000 Strom hier volllaufen lassen. Habe nur 3000 Strom. Problem ist mit den Maschinen, die wir am Laufen halten. Die muss ich danach wahrscheinlich alle wieder von Hand anmachen. Ja. Ja. Oder ich mache noch einen Stromspeicher. Ich meine, wir können den ganzen Tag hier zu Hause bleiben, wir kriegen das hin. Gut, das ist jetzt echt ein bisschen doof wegen quasi 100 Masse, die ich da jetzt sinnlos mit raushaue. Aber passt schon. Was brauchen wir denn für den tollen Stromspeicher? Ich benötige 7767. Mit Pech habe ich jetzt ein Brett vergessen, weil ich irgendwie mich bei den Zahlen vertutet habe. Nee, doch. Brett. Naja, ist okay. Geben wir mal noch ein Brett. Gib mir mal her. Ist Stromspeicher war hier? Jo. Jetzt können wir auf über 3000 volllaufen lassen. Das heißt, ich kann die 3000 auch ganz entspannt aufbrauchen. Ohne dass es große Probleme gibt. Wichtig ist, dass ich jetzt zur Masse noch dazu hole. Nicht du, du. Wir machen immer noch mehr Strom, das ist gut.
bin gerade so froh, dass ich diese Generatoren mal gebaut habe. Oh. Die sind eigentlich echt gut. Also wir werden jetzt nicht mehr heute den Raid machen. Welche Folge ist das heute? Jetzt wollen wir ganz kurz gucken. Müsste es sein. Oh! 75 ist eine richtig schöne Zahl, um mit der Staffel fertig zu werden. Sie ist durch 25 teilbar, das mag ich echt gerne. Ja, manchmal, ich bin manchmal ein bisschen komisch im Kopf. Weiß ich. Na, habe ich jetzt an die Grenze. Oh, ich habe wieder eine Grenze gebracht von dem, was gerade nachproduziert wird. Ja, das ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Wir könnten dann das mit dem Gleiter noch. Also an sich würde ich das mit dem Gleiter wirklich noch gern machen. Wir sind jetzt bei 11 Minuten. Ich kriege den BKE-Becher jetzt wirklich zeitig fertig. Glaube ich, dass wir einfach mal mit dem Gleiter mal losziehen können. Also einmal kurz zum Berg hochlaufen, dürfte ja kein großes Problem sein. 3, 4, 5. 1. 1, 2, 3. Passt. Und das Gute ist ja, Gleiter, dass man gleich vergessen hätte, die Sachen schalten sich alle automatisch ab, sobald es voll ist. Das heißt, sobald unsere Masse voll ist, schaltet sich der Massegenerator sowieso ab. Sobald der Strom voll ist, schalten sich die Generatoren ab. Brauchen wir das Ganze gar nicht abwarten. Wo habe ich den Gleiter? Hier. Oh, einmal in die Berge. Nahrungsmittel. Passt schon. Gib ihm! Allerdings, ob ich jetzt vom höchsten Berg runterspringe, ist mir jetzt fast schon egal. Ich würde aber gerne einmal überhaupt hinkriegen zu gleiten. Das ist ja das, was bis jetzt nicht so gut geklappt hat. Am besten wäre natürlich hier vorne die Klippe am Wasser, aber die ist, glaube ich, viel zu niedrig. Ich nehme selbstverständlich unterwegs trotzdem Loot mit. Boah, da vorne ist ein Elch. Oh. Gut, gut. Wow. Ob ich den wiederfinde? Wir haben es erfahren. Er läuft eh in die Richtung, wo ich hin will. Obwohl, war das nicht auch das Phänomen beim letzten Mal mit dem Elch? Ach so. Übrigens noch das Kleine, wo die Jäger greifen uns jetzt heute nicht an, nachdem ich sie angegriffen habe. Das hatte ich mir jetzt für heute tatsächlich nochmal ausgelassen. Ach, der hat er da oben gemacht. Breakdance? Der Breakdance-Elch? Och Leute. Musste das jetzt sein? Weil habe ich Schrotflintenmunition wiederbekommen. Wollt doch nur...
Wie will ich das als Thumbnail nehmen, ist richtig böse. Hatte ich schon mal bei irgendeinem Assistance-Video, da habe ich irgendwie eine Leiche verwendet und irgendwie wurde das Video dann quasi automatisch auf 18 eingestuft, konnte damit gar nichts mehr machen. Das war verrückt. So, jetzt habe ich hier vielleicht irgendwo einen Beutel liegen lassen. Ja, hier. So, wir gehen. Einserwolf. Nee. Wir haben mal wieder ein Elch. Ist das nicht schön? Ist ja jetzt so oft schief gegangen, weil entweder ein Elch weg war. Einmal ist er mir sogar despawned. Das schwöre ich. Das war echt ganz merkwürdig. Dann nicht wiedergefunden mehrmals. Ist doch nett, dass es überhaupt noch geht. Beinchen. Oh, bist du da oben? Ach. Leute, über euch habe ich heute schon gesprochen, so vom Gefühl her. Ich komme morgen zu Besuch, ist das okay? Ja, ne? Ja. Bis morgen dann. Hab euch lieb. Ich helfe denen nur beim Umzug. Nichts Schlimmes. Best Buddies. Wir sind befreundet. Wir spielen immer nur miteinander. Wisst ihr nur nicht. Immer wenn wir kämpfen und es knapp wird, das ist alles fake. Aber da sie ja eh wegziehen werden, dachte ich, kann ich das jetzt mal offenlegen. So, reicht das hier zum Springen? Richtig episch wäre es, wenn ich nach Hause schaffen würde zu kommen mit dem Ding. Oh, da hinten ist der höchste Berg. Der wäre natürlich richtig gut. Oh! Opsi! Ja gut. Nein, wenn ich schon mal da bin, der Bär, setz dich mal wieder hin, bitte. Hinsetzen. Danke. Also hinstellen, also auf vier Beine, nicht auf zwei. So. Wenn ich das Opsi schon sehe, dann nehme ich es natürlich auch mit. Das hier schon geht? Machen wir mal eine Schiene direkt. Gib mir mal ein schickes Bildchen. Aha! Okay. Ist bei mir wirklich nicht, einfach nur, weil es meine Base ist? Das ist bei mir wirklich nur, weil es meine Base ist. Ich brauch gar nicht so einen hohen, Oh, ist das cool! Oh, er verbraucht sich. Flugstrecke 139 Meter. Ach, witzig, er zeigt's mir an unten. Wahrscheinlich hinter mir. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt habt sehen können oder nicht. Okay. Das hat gereicht. Dieser kleine Sprung hätte Wow.
nicht dein Ernstspiel. Hi, Bär. Ist das geil? Oh, 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 oh. Wie ich die Tatzen einfach gehört habe. Oh. Spiel. Ich probier's gleich einfach nochmal von meinem Dach aus. Einfach aus Prinzip, aber. Witzig! Das ist natürlich wirklich, wenn man den höchsten Berg in der Mitte der Map nimmt, wahrscheinlich richtig geil. Schön, haben wir den Punkt auch nochmal abgearbeitet. Und ich habe mir mein Bein nicht gebrochen. Ich bin begeistert. Okay. Ähnlich wie mit dem Auto. Macht Spaß, ist irgendwie geil. Aber ganz streng genommen, so wirklich nötig ist es jetzt nicht. Aber es ist eine nette Ergänzung. Ha, cool. Wir sind gleich da. Ach, dieses komplett zusammengestückelte Dach oben. Ah, ich kann ja mal gucken, ob ich nochmal Sand finde. Oh, da war welche, oder? Nee, Muschel. Okay, lassen wir. Wir haben ein wenig Elchfleisch, was gerne in den Kühlschrank möchte. Besten natürlich schon in verarbeiteter Version. Ja, unser Strom ist voll. Super. Dann machen wir nochmal einen Elchbraten. Hab ich Kartoffeln? Oh, kann sein, dass es an den Kartoffeln scheitert. Oh nein, nein. Aus euch kann ich Leber mit Zwiebeln machen. Das ist besser. Oh. So. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perfekt. Braten, da. Backen, nicht braten. Es ist ein Rippenbraten, den man backt. So! Wir haben's! Oh, ich finde, dieser BKE-Brecher ist immer so ein Prestige-Projekt am Ende. 1, 2, 3. Alles leer. Und wieder einmal wahren wir die Tradition mit einem BKE-Brecher am Ende einer Staffel. Oh, der ist auch richtig schnell fertig. Jawohl. Der ist wirklich schnell fertig. Das wunderte mich jetzt ein bisschen. Aber okay. Hier so ein paar von den Teilen könnten wir auch nochmal gut gebrauchen, um unser Auto aufzuhübschen. Aber erstmal egal. Habe ich Erze? Ja. Oh, das macht mich gerade so. Das freut mich gerade so richtig. Ah. Dip, dip, dip. Dann lass uns noch mal ein paar Sachen wegsortieren. Wie immer eigentlich. Wie viele Pfeile habe ich denn eigentlich? Ja, oh, 50. Okay. Reicht fürs Nötigste. Oh, neue Nägel. Gut, dass ich noch welche gefunden habe, nachdem ich so viele verschwendet habe. Pflanzen? Tierisch.
die Generatoren gleich nochmal tanken. Die würde ich gerne wirklich als am Ende wieder so viele Generatoren da haben und deswegen einmal nachtanken. Boah, sollte auch kein großes Problem darstellen. Alle voll. Schön. So, eigentlich wäre jetzt noch ein bisschen Treibstoff gut. Wahrscheinlich scheitert es am Alkohol. Oh, ich habe Alkohol. Oh. Na dann. Scheitert es jetzt am Treibstoff. Ja. Ah. Auch 10 Treibstoff für eine Ladung Benzin. Ja, machen wir. Bisschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Plus die unten im Ofen. Machen wir mal 30 Benzin. Und damit kriegen wir den Tank wieder fast voll. Passt. Ich werde die BKE-Brecher einmal hier weg. Ja, ich brauche noch was für die Innentüren. Ja, okay, wir haben vielleicht noch ein, zwei Sachen mehr, die wir machen müssen. Also BKE-Brecher, ich komme jetzt also rein. Dafür brauche ich noch mal eine Türladung. Oh, ich brauche noch eine Türladung. Oi. Das habe ich vergessen. Warte mal, ein Barren, eine Platine haben wir aber da. Ein Barren, eine Platine. 80 Schießpulver waren das? Und Zahnräder, ne? 6 Zahnräder, gut. Dann müssen wir es ja richtig machen. Wie viele Zahnräder? Oh. Ich hab's schon wieder vergessen auf dem Weg nach oben. Was ist denn hier los mit mir? Da. Ja, ja, Masse tickt über Nacht von alleine hoch. 6 Stück bräuchte ich. Kann ich dich da reinpacken? Jo. 2, 3, 4, 5, 6. Einer. Haben wir. Gut, dann brauche ich aber hier für unseren Treibstoff. Oh, ich hab 10 da. Ha. Easy. Brauche ich auch nur Strom, ne? Ich brauche eigentlich nochmal neue Kartoffeln für Alkohol, weil sonst kann ich keine Mollys machen. Dann muss ich im Zweifelsfall mit Granatenpfeilen arbeiten. Können wir? Oh, hi. Ist halt nur nicht so geil. Hier dauert. Na, vielleicht machen wir es doch einfach nur mit Granatenpfeilen. Mit den Mollys ist gerade echt ein bisschen ungünstig. So, 1, 2. Ich brauche nochmal 2 Schrotflintenmulli nochmal. 1, 2. Gewehr, 1, 2, 3. Genau. Da hast du mal 10. Hier. Letzte Ladung davon. Oh, dann haben wir das Auto eigentlich mal wieder voll. Ist auch gut. Ja, die Türladung wird ein bisschen nervig jetzt. Aber gibt Schlimmeres. Da reicht es ja über Nacht eigentlich abzuwarten. Halb so schlimm. Aber lass uns den Bock mal wieder tanken hier. Tankstutzen war.
32 habe ich da jetzt reingekriegt. Okay. Gut. Ich würde sagen, ich verbringe die Nacht hier einfach noch mit den ganzen Dingen, die wir noch mal on top können, ein bisschen machen können. Rippenbraten vergessen. Bevor der mir weggammelt. Damit starten wir dann einfach morgen. Rippenbraten, reinstopfen, Tür aufsprengen, in den Innenräumen ein bisschen Rambazamba machen, je nachdem wie weit wir kommen, BKE-Brecher einsetzen, Fujikato, große Base und Feier machen. Ich freue mich auf das Sprengen. Ich hoffe, es gibt richtig guten Loot. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.